backe Kuchen, lass Harvey es versuchen. Quecksilber und Handgranaten sind mir in den Teig geraten. Hallo meine Bäumchen und schön, dass ihr wieder da seid. Es ist mal wieder soweit, ihr schaut ein Let's Back oder so Video. Wurde doch echt mal wieder Zeit. Und da dieses Wochenende Muttertag ist, zeige ich euch nun einen ganz leckeren und einfachen Erdbeerkuchen. Ist schon fast eine Torte. Hauptsache Erdbeeren! Und hier sehen wir auch schon alle Zutaten, die wir für den Boden benötigen. Wie eine Backform, Eier, gemahlene Mandeln, Mehl, Butter, Vanillezucker und Zucker und etwas Butter für die Backform. Los geht's! Zuerst fetten wir die Backform ein und schlagen alle Eier auf. Würdet ihr euch trauen, dieses Glas auszutrinken? Also ich nicht. Das ist... boah. Zuerst die Eier mit dem Handmixer circa 3 Minuten schön schaumig schlagen. Zucker und das Päckchen Vanillezucker hinzufügen und alles circa 5 Minuten zu einem elastischen Schaum schlagen. Jetzt schmelzen wir die Butter, bis sie leicht gebräunt ist. Rühren, rühren, rühren. Passt bitte gut auf, denn es ist echt eine heiße Angelegenheit. Dann sieben wir das Mehl zu unserem Schaum, geben noch die Mandeln dazu. Ja, schon wieder ein Rezept mit Nüssen. Du bist allergisch dagegen, lass sie einfach weg. Geht bestimmt auch ohne. Schaut mal, wie der Schaum alles verschlingt. Und natürlich die leicht gebräunte, geschmolzene Butter nicht vergessen. Und jetzt mixen wir alles nochmal schön durch. Jetzt geben wir die Masse in unsere gefettete Backform. Und dann wird das gute Stück im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze ca. 35 Minuten gebacken. Ihr lasst den Teig abkühlen, löst ihn aus der Form. Und lasst ihn einfach nochmal ein bisschen abkühlen. Jetzt kommen wir zum Belag und da seht ihr auch schon die Zutaten, die wir dafür brauchen. Wie frische Erdbeeren, Magerquark, Gelierzucker, Rhabarbersaft, Zucker und Vanillezucker, Sahne und der Harvey wird aber nicht mitgebacken. Jetzt müsst ihr den Kuchen noch waagerecht halbieren. Versucht beim Halbieren den oberen Teil des Bodens vielleicht etwas schmaler zu schneiden als der untere. Also nicht so doof wie ich, denn ich glaube, wenn der obere Teil dünner ist, ist der Kuchen etwas einfacher zu essen. Jetzt geben wir die flüssige Sahne in eine Rührschüssel und schlagen sie so lange, bis sie steif geworden ist. Sie hat steif gesagt. Aber aufpassen, nicht zu lange, weil sonst gerinnt euch die Sahne. So muss sie dann aussehen. Das Schlagen der Sahne macht ganz schön viel Dreck. Da muss ich den Harvey auch mal sauer machen. Jetzt mischen wir den Magerquark mit dem Vanillezucker und dem normalen Zucker und verrühren ihn so lange, bis er schön glatt ist. Jetzt heben wir nach und nach die Sahne unter. Tada! Und jetzt können wir anfangen, den Kuchen zu gestalten. Ihr fangt an mit dem unteren Boden, wo ihr mit den Erdbeeren anfangt. Ihr könnt die so platzieren, wie ihr möchtet. Gegebenenfalls schneidet euch die Erdbeeren dann noch passend zurecht. Das ist wie ein kleines Puzzlespiel. Oder Tetris. Auf die Erdbeeren kommt dann unsere Quark-Sahne-Mischung. Jetzt kommt der Deckel drauf. Ein bisschen andrücken und dann kommt dieses Mal zuerst die Creme. Und dann die Erdbeeren. Jetzt müssen wir noch den Rhabarbersaft mit dem Gelierzucker in einem Topf aufkochen. Passt bitte auch da auf, denn es ist echt ein bisschen heiß. Etwas abkühlen lassen und dann glasiert ihr damit die Erdbeeren. So, und schon ist auch unser Muttitagskuchen fertig. Ich habe ihn dann noch in den Kühlschrank gestellt, damit das sich alles so ein bisschen verfestigt. Aber ich hatte echt keine Probleme mit diesem Quark-Sahne-Gemisch. Es hat echt alles super geklappt und es schmeckt echt saulecker. Mein Gott, das sind Erdbeeren. Die schmecken immer gut.
Eure Mutti wird sich bestimmt darüber freuen, denn er ist selbst gemacht und mit Liebe. Falls ihr keine Herzform habt, schaut einfach mal im Internet nach. Da gibt es bestimmt einige Herzformen. Oder sonst nehmt einfach auch eine Runde, das geht auch. Ich bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Macht einfach ein Foto und verlinkt mich dann auf Twitter, Facebook oder Instagram. Rezept, Zutaten und Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Hier unten kommt ihr dann zu meinem letzten Video und zu meinem letzten Let's Bug Video, was schon ein bisschen länger her ist. Werdet ein Bäumchen, indem ihr auf Abonnieren klickt, und über ein Däumchen würde ich mich natürlich riesig, riesig freuen. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Harvey und ich froschen euch. Bye bye, tschüss. Mua, mua. Bye bye. Auf Wiedersehen. Jetzt tschüss und auf Wiedersehen und au revoir und